Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Christus hatte vor einer großen Volksmenge gesprochen und zum Abschluss hat er gezeigt, durch das, was wir die wunderbare Brotvermehrung nennen, hat er gezeigt, wie wir alle doch einen Leib bilden können, indem wir teilhaben und teilnehmen an dem gebrochenen und geweihten Brot, das Christus eben ausgeteilt hatte, der und hat austeilen lassen, der großen Volksmenge. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch gehört, was das eigentlich heißt, diese Teilnahme der verschiedenen einzelnen Brotteile, die bilden dann insgesamt doch wieder einen Leib. Das hatte uns Christus an dem Tag sagen wollen und verdeutlichen wollen. Und der Grund ist ja der, wir sollen teilhaben an diesem einen Leib Christi, weil, und das hatten wir auch gehört, Christus das ewige Leben hat und auch bereit ist, an uns weiterzugeben. Und nachdem er nun Jesus ausführlich dargelegt hat und diesen Akt dieser Brotvermehrung vielleicht doch noch so ein bisschen für uns unverständlich war, für uns noch ein bisschen gleichnishaft war, anschließend ging er denn alleine zurück auf einen Berg, wie wir im heutigen Evangelium gehört haben. Und interessanterweise, das heutige Evangelium schließt sich unmittelbar an das Evangelium vom letzten Sonntag an. So sieht man auch jetzt den inneren Zusammenhang beider Festtage hier ausgedrückt im Evangelium. Er geht also jetzt alleine. Er will nicht hier der große Wundertäter in der allgemeinen Öffentlichkeit sein, sondern er geht alleine und betet zu seinem Vater. Und dieser Hinweis, dass er alleine hingeht auf den Berg, das weist uns schon hin auf ein Fest, das wir am nächsten Samstag in 8 Tagen feiern werden, nämlich die Verklärung Christi. Auch da geht es um die Verherrlichung Gottes, geht es um das Beten zu Gott. Denn nur durch das Beten zu Gott, durch unsere Verherrlichung zu Gott, können wir auch erwarten, dass die Gnade und die Kraft Gottes auf uns wiederkommt und uns stärkt. Allerdings müssen wir selbst etwas mutig sein, müssen wir aufgeschlossen sein. Und das, was Christus der großen Volksmenge mit der Brotvermehrung gezeigt hat, das haben natürlich auch seine Jünger gesehen und empfangen. Aber wie wir im heutigen Evangelium sehen, haben sie offenbar auch noch nicht so ganz die tiefe Wirkung dessen erfasst, was Christus mit dieser Brotvermehrung sagen wollte. Denn sie waren ja plötzlich alleine auf dem See, es kam ein Sturm auf, es gab einen großen Wellenschlag, sie waren beschäftigt mit ihrem natürlichen Leben, mit dem Überleben, sie kämpften darum und dann kommt in dieser dunklen Zeit und in diesem ganzen Wirrwarr plötzlich Christus über den See gegangen. Und sie haben im Prinzip alles vergessen, was sie vorher gehört haben, was sie auch eigentlich hätten ahnen können aufgrund ihrer Teilnahme an der Brotvermehrung. Nein, sie kommen in großer Furcht, sie denken, es ist
ein Geist, der da auf sie zukommt. Das heißt, sie interpretieren diese Erscheinung sogar als eine zusätzliche Lebensbedrohung, als eine zusätzliche Gefahr. Und erst als Christus ihnen sagt, seid ruhig, fürchtet euch nicht, ich bin es, da wurden sie wieder ruhig. Aber richtig verstanden hatten sie es offenbar doch noch nicht. Richtig verinnerlicht, dass jetzt durch Christus wirklich ihre Rettung gekommen ist, das hatten sie wohl doch noch nicht verstanden. Denn als Petrus den Christus auf dem See schreiten sah, dann sagte er, ja, wenn du das kannst, dann sag doch auch zu mich, dann, dass ich vielleicht zu dir kommen kann über den See. Und Christus sagt, ja, bitteschön, komm. Und da zeigt sich, dass Petrus im Grunde auch noch nicht so ganz überzeugt ist und so ganz verstanden hatte zu dem Zeitpunkt, was die Zuneigung, die Zugabe von Christus für uns eigentlich bedeutet. Er geht natürlich aus dem Boot raus auf und geht über dem Wasser des Sees zu Christus hin. Aber als er denn plötzlich die hohen Wellen wieder sah und den starken Sturm spürte, da verließ ihn offensichtlich das Vertrauen in Christus. Und die Folge war, er versank oder drohte zu versinken in den Fluten. Aber er hatte wenigstens noch die Kraft, und das ist auch ein Hinweis für uns heute. Er hatte noch die Kraft und den Mut, Christus um Hilfe zu bitten und sagte, hilf mir. Und Christus wehrte auch da wieder seine Barmherzigkeit und zog ihn heraus. Und beide gemeinsam gingen dann in das Schiff hinein und Christus sagte zu ihm, du Kleingläubiger, nicht wahr, du lässt dich wieder durch die Naturgewalten davon abhalten, daran zu denken, dass ich doch derjenige bin, der den Menschen die Rettung bringt. Und denn die Rettung für Petrus kam nicht dadurch, dass es plötzlich wieder windstill wurde, dass die See wieder von seemännischer Sicht her zu handhaben war. Nein, die Rettung kam von Christus. Und die Rettung Christi, die ist nicht gehindert durch irgendwelche Naturgewalten und durch irgendwelche Erscheinungen, sondern Christus ist in dieser Hinsicht vollkommen frei zu handeln und Menschen entgegenzukommen und seine Gnade zu zeigen, sobald sie ihn rufen, und in der Hoffnung, dass auch dadurch der Glaube der Menschen an Christus gestärkt wird. Und das ist vielleicht ein kleiner Hinweis, den wir aus dem heutigen Evangelium hier entnehmen können, dass uns Christus immer unterstützt, wenn wir ihn rufen und uns im Grunde daran erinnert, wir sollen doch wirklich auf ihn hoffen und überzeugt sein von seiner Hilfe, die von nichts anderem zu beeinflussen ist, und dass wir uns wirklich endgültig allein auf ihn verlassen können. Amen.